Berlin im Juni 1948. Das Brummen der Motoren der Rosinenbomber macht den Einwohnern West-Berlins Hoffnung. Denn jeder Rosinenbomber hält den Traum auf Freiheit wach. Der Rosinenbomber, das Symbol der Luftbrücke während der Berlin-Blockade. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Deutschland von den vier Siegermächten USA, Frankreich, Großbritannien und der Sowjetunion in vier Besatzungszonen aufgeteilt. Berlin kam dabei eine besondere Rolle zu, denn auch Berlin wurde nochmal in vier Sektoren eingeteilt. Es entstehen Ost-Berlin und West-Berlin. Am 24.06.1948, kurz nach der Währungsreform, sperrt die Sowjetunion alle Zufahrtswege von und nach West-Berlin. Kein Zug, kein Lastwagen kann mehr dorthin gelangen. Die Versorgung mit lebenswichtigen Gütern wie Nahrungsmittel und Medikamente wird vollständig unterbrochen. Auch die Gas- und Stromversorgung wird von der sowjetischen Besatzungsmacht eingeschränkt. Der erste Höhepunkt im Kalten Krieg war erreicht. Mit der Blockade wollte die Sowjetunion einen Rückzug der Westalliierten aus dem Westen Berlins erzwingen. Doch es kam anders. Britische und amerikanische Militärflugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg, wie diese C-54, wurden von den Westmächten eingesetzt, um die Grundsicherung der Westberliner sicherzustellen. Die Westalliierten nutzten hierfür die wenigen Luftkorridore, die ihnen zur Verfügung standen, um die 2 Millionen Menschen in West-Berlin zu versorgen. Tonnenweise Mehl, Zucker, Medikamente, Kohle und andere Brennstoffe wurden an die Einwohner West-Berlins verteilt. Die Bezeichnung Rosinenbomber entstand im Volksmunde und rührt daher, dass Nahrungsmittel überwiegend in Form von Trockennahrung geliefert wurden. Was glaubt ihr eigentlich? Wie viele Rosinenbomber sind pro Tag in West-Berlin gelandet, um die 2 Millionen Menschen dort zu versorgen? Na, wer hat's erraten? Täglich landeten bis zu 900 Flüge auf dem Flughafen Tempelhof. Insgesamt waren es 200.000 Flüge. Besonders für diese Kinder ist die Luftbrücke ein großes Abenteuer. Hunderte bis Tausende von ihnen warteten sehnsüchtig auf die Flieger. Und das nicht ohne Grund. Aus den Rosinenbombern schwebten amerikanische Süßigkeiten, die an kleinen Fallschirmen befestigt waren. Ohne es zu ahnen, stärkte man mit dieser Aktion die seelische Verfassung der deutschen Bevölkerung. Die Luftbrücke war ein Erfolg. Die Blockade endete nach 322 Tagen. Aus Siegermächten wurden Schutzmächte, aus Kriegsgegnern wurden Freunde. Womit die Sowjetunion anfangs nicht rechnete, war, dass die Blockade die Entstehung eines Weststaates nicht verhinderte, sondern beschleunigte.